Gegenstand dieser Übungseinheit ist der Schadensersatzanspruch im Falle einer Teilleistung. Beispiel 17 hatten wir schon in Einheit 7a behandelt. Ich habe den Sachverhalt hier leicht verändert. Bitte lesen Sie ihn sich noch einmal in Ruhe durch. Ein Anspruch der B gegen S auf Schadensersatz könnte sich aus den Paragraphen 280 Absatz 1 und 3 281 ergeben. Weshalb diese Anspruchsgrundlage? Nun ganz einfach. Die B begehrt hier Schadensersatz statt der Leistung. Stellt man sich nämlich eine hypothetische Erfüllung der S im letztmöglichen Zeitpunkt vor, so wäre dieser Schaden entfallen. Das bedeutet also, aufgrund des Schadensersatzbegehrens statt der Leistung bedarf es nach § 280 Absatz 3 weiterer Voraussetzungen. Da es sich hier um eine Pflichtverletzung in Form der Teilleistung handelt, ergeben sich diese weiteren Voraussetzungen aus § 281. Wir brauchen also zunächst einmal ein Schuldverhältnis, das ist der Werklieferungsvertrag. Außerdem eine Pflichtverletzung. Wie bereits angesprochen, ist das eine teilweise Nichtleistung trotz Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Dazu lässt sich hinzufügen, dass es ebenfalls zum Zeitpunkt des Ablaufs der Nachfrist nicht geleistet hat. Nach § 281 Absatz 1 Satz 1 müsste die B der S außerdem eine Nachfrist gesetzt haben. Die B hat die S hier eindeutig und bestimmt zur Leistung aufgefordert und ihr außerdem eine Frist von 2 Wochen gesetzt. In Anbetracht der Dringlichkeit der Leistungserbringung für die B und der Tatsache, dass S hier die Leistung eigentlich nur noch fertigstellen müsste, sind 2 Wochen eindeutig als angemessen anzusehen. Zu prüfen ist deshalb weiterhin, ob S die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Dabei sollten wir uns zunächst einmal überlegen, was ist denn eigentlich der Bezugspunkt des Vertretenmüssens? Nach herrschender und meines Erachtens auch richtiger Auffassung ist abzustellen entweder auf den Zeitpunkt der Fälligkeit oder auf den Zeitpunkt des Nachfristablaufs. Nach anderer Auffassung ist stets auf den Zeitpunkt des Nachfristablaufs abzustellen. Diese Auffassung führt als Argument an, dass nach § 287 Satz 2 eine Haftung für Zufall erst ab dem Zeitpunkt des Verzugseintritts eintritt. Das Vertretenmüssen der Pflichtverletzung wird nach § 280 Absatz 1 Satz 2 widerleglich vermutet. Stellen wir für das Vertretenmüssen auf den Zeitpunkt der Fälligkeit ab, so ist kein Entlastungsgrund ersichtlich. Anders könnte dies aber aussehen, wenn wir als Bezugspunkt des Vertretenmüssens den Zeitpunkt des Nachfristablaufs wählen. Denn die S war hier erkrankt und nach § 276 Absatz 1 Satz 1 hat die Schuldnerin grundsätzlich nur Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt freilich unter der Einschränkung, dass nicht ein anderes bestimmt ist. Eine solche anderweitige Bestimmung enthält § 287 Satz 2 für den Fall des Schuldnerverzugs. Die Schuldnerin, die sich im Schuldnerverzug befindet, haftet nämlich auch für Zufall. Es wäre jetzt also inzident, der Verzug zu prüfen. Der Verzug setzt voraus, einen fälligen, wirksamen und durchsetzbaren Anspruch, eine Mahnung oder deren Entbehrlichkeit und schließlich vertreten müssen. Dass der Anspruch hier fällig, wirksam und durchsetzbar ist, das haben wir ja bereits festgestellt. Die Mahnung war nach § 286 Absatz 2 Nummer 1 entbehrlich, weil die Parteien einen Zeitpunkt für die Leistung bestimmt hatten. Und schließlich das Vertretenmüssen des Verzugs wird nach § 286 Absatz 4 vermutet. Gegen diese Vermutung spricht auch vorliegend nichts, denn im Zeitpunkt des Eintritts des Verzugs, also zum Zeitpunkt der Fälligkeit, gab es ja noch keinerlei Anhaltspunkte für eine fehlende Fahrlässigkeit oder fehlenden Vorsatz. So, das bedeutet, auch nach der Auffassung, die auf den Zeitpunkt des Nachfristablaufs abstellen möchte, für das Vertretenmüssen, ist hier der Verzug eingetreten, damit tritt eine Haftung für Zufall ein und damit hat die S die Pflichtverletzung, das heißt die Nichtleistung zum Zeitpunkt des Nachfristablaufs, zu vertreten. Es bleibt damit nur noch zu prüfen, ob der B ein Schaden nach der Differenzhypothese entstanden ist. Die B ist hier ein sogenanntes Deckungsgeschäft eingegangen und aufgrund dieses Deckungsgeschäfts hat sie pro Kleid einen Verlust in Höhe von 2.200 € gemacht.
Allerdings ließe sich zweifeln daran, ob sie wirklich für jedes der 6 Kleider 2200 Euro verlangen kann. Denn immerhin hatte die S ja einen Teil ihrer Leistung erbracht. Sie hatte nämlich 4 Kleider zu Ende geschneidert. Ob die B nun mit Blick auf jedes Kleid Schadensersatz verlangen kann, richtet sich nach § 281 Absatz 1 Satz 2. Ein Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung ist danach zu gewähren, wenn die Gläubigerin kein Interesse an einer Teilleistung mehr hat. Ja, und jetzt muss man natürlich die Interessen der B hier abwägen. Typischerweise ist es so, dass die Brautjungfern eben ähnliche bzw. identische Kleider tragen, die aus gleichem Stoff und gleicher Farbe sind. Und das war offensichtlich auch der Wunsch der B. Vor diesem Hintergrund wird man wohl sagen dürfen, dass sie kein Interesse an der Teilleistung der S hat und deshalb Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen kann. B steht also ein Schadensersatzanspruch gegen S in Höhe von 13.200 Euro aus den § 280 Absatz 1 Absatz 3 281 zu.